Salma Wahidi beim Wahlkampf in einem Viertel am Stadtrand von Kandahar. Sie verteilt Plakate und wirbt für ihr Programm. Ich kandidiere für die Parlamentswahlen. Meine Telefonnummer steht da auf der Karte. Salma ist eine der wenigen Frauen in dieser sehr konservativen Provinz, die es gewagt haben, sich um einen Parlamentssitz zu bewerben. Wie die meisten weiblichen Kandidaten wird die 35-Jährige von keiner Partei unterstützt. Mann oder Frau ist egal. Je mehr Frauen kandidieren, desto mehr Leute gehen wählen. Inmitten von Panzern, Überbleibseln des sowjetischen Einmarschs und des Bürgerkriegs der 80er Jahre verbreitet Salma ihre Botschaft. Sie wohnt ganz in der Nähe. Auch wenn die rostenden Ungetüme niemandem mehr gefährlich werden, das Land ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Seht ihr diese Panzer? Sie stehen seit Jahrzehnten hier und erinnern uns daran, dass es hier Krieg gegeben hat, dass Menschen gekämpft haben und dass alles immer noch nicht vorbei ist. Afghanistan muss endlich wieder aufgebaut werden. Und genau das will ich tun. Zu Salmas Wahlkampf gehört auch Plakate kleben. Dieses Mal hat sie sich dafür ein belebtes Sportgelände ausgesucht. Trotzdem kann sie unmöglich alleine hierher kommen. Einer ihrer Söhne chauffiert sie mit dem Motorrad. Normalerweise hängen wir die Plakate nachts auf. Da sind weniger Menschen unterwegs und deshalb ist es ungefährlicher. Es gibt Viertel, da kann ich das als Frau gar nicht machen. Hier ist es möglich, aber wir müssen uns beeilen. Da ich nicht von Tür zu Tür gehen kann, muss ich zumindest meine Plakate aufhängen. Salma hat allen Grund, vorsichtig zu sein. Seit Beginn des Wahlkampfs wurden bereits mehrere Kandidaten ermordet. Einer von ihnen wurde vor diesem Geschäft mitten in Kandahar erschossen, nur wenige hundert Meter von einem Checkpoint entfernt. Mit Blick auf die Wahlen wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, doch die Ordnungskräfte haben es schwer, die Angriffe sind unvorhersehbar. Erst vor ein paar Tagen wurden bei der Explosion einer Autobombe zwei Polizisten schwer verletzt. Inzwischen werden zur Verstärkung auch Soldaten eingesetzt. Um Selbstmordanschlägen zu entgehen, veranstaltet Salma ihre Wahlversammlungen an abgeschirmten Orten. Die Frauen in diesem kleinen Innenhof sind aus der ganzen Region gekommen. Wir haben Schulen und Universitäten, aber unsere Töchter dürfen nicht hin. Wir müssen unsere Männer fragen, wenn mein Sohn studieren kann, wieso dann nicht auch meine Tochter? Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Zugang zur Bildung erhalten. Nur so kann sich etwas verändern. Bibi Hadiza ist 18 Jahre alt. Sie darf zum ersten Mal wählen. Mein Vater will nicht, dass ich zur Schule gehe. Er sagt, Frauen sollen zu Hause bleiben und arbeiten. Ich brauche jemanden, der ihm sagt, dass ich zur Schule gehen muss. Ich will einen richtigen Beruf erlernen und nützlich sein für mein Land. In Kandahar läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Die Kandidaten, 99 Männer und gerade einmal 12 Frauen. Sie sind besonders gefährdet. Heute Mittag hat Salma einen Anruf der Taliban erhalten. Sie hat ihre Freundin Mariam eingeladen, um ihr davon zu erzählen. Sie haben die Nummer benutzt, die auf den Kärtchen steht, die ich im Wahlkampf verteile. Sie haben gesagt, du willst ins Parlament Gesetze machen? Warum zeigst du den Leuten nicht, wie man nach den Geboten des Koran lebt, anstatt noch mehr Regeln und Gesetze erlassen zu wollen? Salma und Mariam arbeiten seit 15 Jahren für internationale Organisationen und sie engagieren sich für Frauenrechte. Manche Leute wie die Mullahs akzeptieren nicht, dass Frauen mit Ausländern zusammenarbeiten. Sie sagen, das sind keine Muslime. Du solltest ihr Geld nicht akzeptieren, kein Gehalt annehmen. Sie wollen nicht, dass wir Kontakt zu Ausländern haben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Drohungen erhalte. Ich hebe sie alle auf. Die hier zum Beispiel war an meine Haustür geheftet. Sie ist an meinen Mann gerichtet. Da steht drauf, halte deine Frau zurück. Sie soll nicht länger arbeiten. Ich verstecke sie in dieser Mappe und lege meine UNICEF-Bescheinigung obendrauf, damit meine Kinder sie nicht durch Zufall finden. Draußen spielen die Kinder aus dem Viertel, ungeachtet des Leids der Vergangenheit.
Die Parlamentswahlen sind nur eine Etappe. Im April stehen Präsidentschaftswahlen an. Die große Frage ist, werden sie das Land endlich aus der Spirale der Gewalt befreien?